Wenn Gott in meine Welt kommt oder in ihre Welt, wenn ein Mensch Kontakt mit Gott hat und irgendwann Gott aus seiner Welt wieder rausgeht, würde man das an irgendetwas merken? Würde man selbst merken, dass man einen Kontakt mit Gott gehabt hat? Oder würde das so vonstatten gehen, dass man eigentlich nichts merkt und auch die Menschen um einen herum nicht? Darum, um diese Frage geht es in meiner Predigt heute. Wir haben als christliches Abendland verschiedene Feste, die sehr bekannt sind. Und auch wenn ein Mensch gar nicht an Gott glaubt oder vielleicht einen anderen Glauben vertritt, kann man in unserem christlichen Abendland hier in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, aber auch in den anderen europäischen Ländern das nicht übersehen. Zum einen haben wir zum Beispiel die Weihnachten. Was feiern wir da? Wir glauben als Christen, dass zu Weihnachten Gott in seinem Sohn Jesus Christus einfach unsere Welt betritt. Also der kommt in unsere Welt. Auf der anderen Seite haben wir das Osterfest, auch ein wichtiges christliches Fest. Und da feiern wir den Tod und die Auferstehung Jesu. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Himmelfahrt. Ist auch ein christliches Fest. Wir haben auch einen Feiertag, den wir da nehmen können. Also wir haben frei. Und im Endeffekt kann man sagen, dass die Himmelfahrt nichts anderes ist als der Moment, der sozusagen der entgegengesetzte Moment von Weihnachten, ist der Moment, in dem Jesus unsere Welt wieder verlässt. Und die Frage stellt sich, hat Jesus unsere Welt genauso hinterlassen, wie er sie angetroffen hat, oder sah die Welt ganz anders aus, weil er da war? Ich würde gerne heute gar nicht so diesen weltumspannenden Blick nehmen, sondern ich würde gerne anhand eines Beispiels aus der Bibel zeigen, was passiert, wenn ein Mensch mit Gott in Kontakt kommt, in Berührung kommt. Weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch, der mit Gott in Kontakt kommt, nicht mehr derselbe bleibt. Und ich glaube, dass die Welt jedes Menschen komplett verändert wird. Und zwar zum Besten. Ich glaube auch, dass Jesus unsere Welt nicht mehr so hinterlassen hat, wie er sie angetroffen hat. Und Himmelfahrt zeigt uns auch, was passiert. Oft sind wir Menschen Wesen, die bedrückt, belastet und in einem sehr kleinen Kreis uns bewegen. Oft könnte ich sagen, so im übertragenen Sinn, wir blicken auf die Erde. Wir blicken vielleicht direkt vor uns, wo wir hintreten und haben eine sehr eingeschränkte Perspektive. Aber was Gott macht, wenn er in unsere Welt kommt, ist, dass er unseren Blick von unten nach oben hebt. Der hilft uns, von der Erde in den Himmel zu blicken. Und die Himmelfahrt ist auch dieser Moment, bei dem die Bibel beschreibt, wie die Jünger, die engsten Freunde und Mitarbeiter Jesu, da stehen und ihn verfolgen, wie er einfach in den Himmel fährt. Ihr Blick bewegt sich von unten nach oben. Eine der Geschichten, der Biografien, die wir in der Bibel finden und die ich sehr spannend finde, es ist nur ein Beispiel, es ist nur ein Mensch, aber der kann so genommen werden, um das zu zeigen, was viele Menschen erlebt haben, damals bei der Begegnung mit Jesus, aber auch heute. Es geht mir heute um die Biografie von Petrus. Ein einfacher Fischer, einer von den vielen Menschen, die damals gelebt haben, in einem sehr kleinen und überschaubaren Kreis. Und dieser Fischer, Petrus, der wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit Analphabet war, vom Fischfang gelebt hat, dessen Leben sich wirklich um die Fische gedreht hat. Am See Genezareth, da vielleicht ein ärmliches Haus irgendwo in einem Fischerdorf da hatte und jeden Tag dasselbe getan hat. In der Nacht angeln gehen, fischen gehen mit den Netzen und hoffen, dass man was fängt. Manchmal erfolgreich, manchmal gar nicht. Eher öfters nicht erfolgreich als erfolgreich. Also das ganze Leben dreht sich um den Fisch. Man isst Fisch, man verkauft Fisch, man riecht nach Fisch. Also das ist alles sehr klein, sehr überschaubar, das Leben. Wahrscheinlich auch sehr hart. Und eines Tages trifft Petrus auf Jesus. Ich würde gerne eine Begebenheit aus der Bibel vorlesen. Es ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass Petrus Jesus begegnet, weil wir wissen, dass sein Bruder Andreas Jesus kennengelernt hatte und dann Petrus mitgenommen hat.
und mit ihm bekannt gemacht hat, vielleicht ihm nur erzählt hat, vielleicht hat Petrus nur von Weitem bis dahin gesehen. Aber jetzt bei einer Begebenheit da am See Genezareth passiert es, dass Petrus in direkten Kontakt mit Jesus kommt. Und ich lese vor, was da passiert ist. Lukas Kapitel 5. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote und bat den Besitzer des Bootes, Simon, der später Petrus genannt wurde, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon: Nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Dann beim Anblick des überreichen Fangs, denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Ich finde es sehr spannend, was hier passiert. Es sieht nach einer zufälligen Begegnung. Dieser Petrus mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Kollegen wahrscheinlich, sitzt da am Ufer nach einer Nacht, in der er sich abgemüht hat, irgendetwas zu fangen und er gar nichts gefangen hat. Und jetzt am Morgen muss man noch die Netze befreien von allem Dreck, was da drin hängt. Also der ist wahrscheinlich todmüde. Und jetzt per Zufall kommt Jesus genau an diesem Ufer des Sees und fängt an zu predigen. Und weil so viele Menschen sich da versammelt haben, bittet er dann Petrus einfach, ihn in seinem Boot etwas vom Ufer abzustoßen, damit er zu der Menschenmenge sprechen kann. Und jetzt sitzt Jesus und Petrus, die sitzen beide in einem Boot. Und Petrus ist Jesus ganz nahe, hat er sich gar nicht so ausgesucht. Ich habe auch gedacht, wenn du eine ganze Nacht hart gearbeitet hast auf dem See, wahrscheinlich war es auch kalt, und diese Netze ständig auswerfen zu müssen, wieder einzuholen, alles nass, klamm. Und jetzt musst du noch eine Predigt hören. Also nicht so die besten Bedingungen. Aber der sitzt jetzt in diesem Boot, hat gar keine andere Chance. Und ich habe mich gefragt, was ihm so durch den Kopf ging. Aber offensichtlich hat das, was er da gehört hat, auf ihn Wirkung gehabt. Woher weiß ich oder wie leite ich das ab? Es ist spannend, dass nachdem Jesus mit seiner Predigt fertig ist, als er zu Petrus sagt: Okay, jetzt fahr mal raus und wirf noch mal die Netze aus, Petrus nicht protestiert, sondern sagt: Okay, auf dein Wort hin tue ich das. Aber meine Frage wäre: Was qualifiziert jetzt Jesus, irgend so ein Wanderprediger, einem hartgesottenen Fischer, der weiß, wie das geht, Ratschläge zu geben? Also warum soll der Fischer und der Seemann Petrus auf diese Landratte hören, die vielleicht nie auf dem See war? Ich glaube, dass die Antwort darin liegt, dass Petrus die Predigt von Jesus mitbekommen hatte. Und sehr wahrscheinlich hat er so Eindruck auf ihn gemacht, dass er gesagt hat: Was dieser Mann sagt, das will ich tun. Und nachdem er das tut, was Jesus gesagt hat, merkt er, dass da etwas passiert, was unerklärlich ist. Also die Fischer sind damals nicht umsonst nachts rausgefahren. Also es war nicht so, dass sie Spaß hatten, nachts die Netze herauszuwerfen und zu fischen, sondern die wussten, die Fische sind nachts aktiv, da musst du unterwegs sein, wenn die Fische unterwegs sind. Die wussten auch, dass tagsüber die Chancen viel kleiner sind, dass die Fische wahrscheinlich irgendwo in die Tiefe abtauchen, sich verstecken.
Aber auf das Wort Jesu hin, der sagt, okay, weil er sagt, weil er es ist und ich bin von ihm beeindruckt, mache ich das. Und dann erlebt Petrus ein Wunder. Auf einmal sind zwei Boote voller Fische und das sieht nach Überfluss aus. Die drohen zu sinken. Und er weiß, wie schwer es ist, so ein Fang. Das ist ein Fang, den man einmal im Leben macht. Vielleicht sind das ist so der Fang, über den die Fischer erzählen, wenn sie am Feuer sitzen. Ja, und wir wissen so, wie wir, wenn wir angeln, erzählen, was für einen Fang wir gemacht haben. Aber wo jeder auch sich fragt, okay, gab es den wirklich oder ist das jetzt nur eine Geschichte? Ja, Fischergeschichten. Aber Petrus erlebt das tatsächlich. Und dann interessant ist, wie er reagiert. Der sagt, Jesus, geh weg von mir, weil ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein Mensch, bei dem du nichts holen kannst. Warum tust du mir das Gute hier? Ich habe es nicht verdient. Also man merkt, sein Selbstwertgefühl ist nicht gerade so das Beste, sondern der sieht sich als kleiner, unbedeutender und sogar ja, negativer Mensch. Aber ich glaube, dass wenn Gott in unser Leben reinkommt, passiert genau das, was hier passiert. Also Gott und Jesus sieht in mir und in dir, sieht etwas, was wir selbst oft nicht sehen. Es ist wie beim Spiel der Kinder. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und Jesus sagt zu diesem Petrus, der so an sich selbst zweifelt und ein ganz niedriges Selbstwertgefühl hat, sagt, folge mir nach, denn ab heute wirst du Menschen fischen. Also mit anderen Worten sagt Jesus, in dir steckt ein Leiter drin, Petrus. Und von diesem Punkt an sagt die Bibel, dass Petrus einfach seine Netze da liegen lässt, sein Boot, auch seine Familie zurücklässt. Das ist schon hart und unglaublich, obwohl er gerade so Erfolg gehabt hat beim Fischen. Der könnte sagen, wow, ab jetzt geht's los, jetzt kann ich den Fisch verkaufen, jetzt kann ich mich vergrößern, jetzt kann ich jemanden einstellen. Aber nein, der wirft alles weg und folgt Jesus nach. Und ich finde, dass ab jetzt so der Punkt anfängt, das ist die Weihnachten von Petrus. Jesus tritt in sein Leben ein. Gott wird geboren in das Leben eines Menschen. Gott nimmt Kontakt auf und der Mensch lässt sich darauf ein. Und ab jetzt weitet sich der Radius, das Radius von Petrus' Leben unglaublich viel. Also dieser Mensch, der, ich weiß nicht, wie alt er war, in seinen 20ern oder 30ern, der bis dahin wahrscheinlich von klein auf nichts anderes gewusst hat als See, Fischen, Netze, Fisch essen, Fisch verkaufen. Wie gesagt, alles sich so um diesen Fisch gedreht und in diesem kleinen Dorf abgespielt hat, geht jetzt auf Reise mit Jesus. Und er kriegt eine ganz neue Perspektive. Und er fängt an zu wachsen. Und aus dem kleinen, unbewussten Petrus, der sagt, wer bin ich schon, was kann ich schon, geh weg von mir, ich bin zu unbedeutend, wird einer der größten Leiter des Christentums. Und Petrus ist auch einer der 11 Jünger, die als Jesus in den Himmel fährt, eben bei der Himmelfahrt mit dabei ist und ihm mit dem Blick folgt. Und dieser Petrus ist derjenige, der jetzt nicht mehr nur noch in 2 Schritte vor sich sieht, sondern der eine himmelweite Perspektive hat. Der weiß, meine Welt ist nicht nur ein kleines Dorf und dieselbe Tätigkeit und dieselbe Routine, sondern ich habe eine Mission, eine Aufgabe in dieser Welt, Menschen zu retten, die genauso von sich schlecht denken, wie ich damals gedacht habe. Aus dem kleinen und unbedeutenden Fischer Petrus wird ein sehr, sehr großer Leiter. Und ich glaube, dass Gott in unserem Leben genau dasselbe machen will. Immer wenn Gott in unser Leben eintritt, möchte er uns auf eine Himmelfahrt vorbereiten, sozusagen. Er möchte unseren Blick ausweiten, er möchte, dass wir uns entwickeln und er möchte, dass wir aus dem kleinen Kreis, manchmal auch aus einem Kreis, wo wir gefangen sind, zur Freiheit geführt werden. Zu dem Punkt, wo wir sagen, ich stehe auf meinen eigenen Beinen. Ich kann mich um mich selbst kümmern und nicht nur das, sondern zu dem Punkt, wo wir sagen, ich will mich auch um andere kümmern. Ich möchte auch anderen Menschen helfen. Manchmal sehen wir das bei uns nicht und es tut so gut, wenn andere Menschen kommen und sagen, ich sehe in dir etwas, was du nicht siehst. Wenn Gott in unser Leben kommt, passiert das immer. Gott sieht in uns viel mehr, als wir manchmal sehen. Ich hoffe, dass auch Sie Menschen in Ihrem Leben haben, die Sie mit diesem Blick anschauen.
so wie Jesus Petrus damals angeschaut hat. Petrus, der sich so für so unwürdig hielt, aber der dann in dem Blick Jesu ein ganz anderes Bild von sich gesehen hat. Für mich in meinem Leben war so ein Mensch meine Oma. Es gibt Menschen, die dich so anschauen, dass du dich viel kleiner fühlst, als du eigentlich bist. Vielleicht kennen sie so den Blick. Ja? Es gibt Menschen, die verachtungsvoll auf dich blicken. Es gibt Menschen, die kritisch dich beäugen. Es gibt Menschen, die dich neutral beäugen. Aber es gibt, Gott sei Dank, auch diese Menschen, die dich anschauen und auf einmal siehst du dich in ihren Augen groß. Also Menschen, die dich anstrahlen und dich behandeln, als wärst du was ganz Besonderes. Und manchmal staunst du selbst und sagst, ja Gott, was sehen die in mir, wenn die wüssten, wer ich bin. Ja? Aber ich kann mich erinnern, so als kleiner Junge, immer wenn ich zu meiner Oma zu Besuch war, gekommen bin, ich habe so viel Positives erlebt, ja? Wie sie mich behandelt hat, wie sie mich empfangen hat, wie sie mich umsorgt hat, als wäre ich, was weiß ich, was für eine wichtige Persönlichkeit. Die hat an mich geglaubt. Sie hat etwas in mir gesehen, was ich selbst nicht gesehen habe. Und es tut so gut, solche Menschen zu haben. Es sind, glaube ich, nicht die meisten Menschen um uns herum. Leider sind es oft so eine Minderheit. Man hat einen, zwei oder drei. Aber wenn dieser Glaube und dieser positive Blick uns begegnet, dann kriegen wir Flügel. Dann werden wir beflügelt. Dann wachsen wir aus unserem kleinen Kreis hinaus, heraus. Ich glaube, dass wenn Gott uns anschaut, Gott immer mit diesem Blick auf uns schaut. Wenn Sie die Bibel lesen, dann werden Sie sehr oft diese Sache sehen. Wenn Jesus die Menschen angeschaut hat, der hat sie so angeschaut, dass er gesehen hat, was in ihnen steckt. Nicht, was sie gerade sind, sondern was aus ihnen werden kann. Und das hat er ihnen auch kommuniziert. Und er hat ihnen auch Aufgaben anvertraut. Deswegen hat Jesus irgendwann auch beschlossen, ich gehe wieder zurück in meine Welt. Und er sagte auch den Jüngern, ich gehe hin, um etwas vorzubereiten, damit ich, wo ich bin, auch ihr seid. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht mehr da sind, wo Gott uns haben wollte. Wir sind in die Tiefe abgesunken. Aber Gott kam in unsere Tiefe, um uns zu helfen, wieder auf der Höhe zu leben, wo wir am Anfang waren und wo er ist und wo er uns auch haben will. Und das ist das Tolle, dass viele Menschen, deren Biografien wir in der Bibel finden, diese Erfahrung gemacht haben. Gott kam in ihre Welt durch Jesus und hat ihnen geholfen, aus der Tiefe, in der sie sich bewegten, wieder den Blick zum Himmel zu erheben und auch eine ganz andere Dimension des Lebens zu erleben. An sich zu glauben, sich zu entfalten, sich zu entwickeln und zu ganz besonderen Menschen zu werden, die selbst anderen Menschen helfen. Jesus sagt, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Du wirst Jünger selbst haben. Du wirst ein Jünger sein, aber du wirst selbst Jünger haben. Und du wirst diesen Jüngern beibringen, selbst andere Jünger zu machen. Das ist das biblische Glücksprinzip. Gott hilft dir, Leben in Überfluss zu haben und du kannst anderen Menschen hochziehen von da, wo sie sind. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie auch diese Erfahrung machen, dass Gott in Ihre Welt kommt und dass, wenn Gott Ihre Welt berührt, sich die Welt explosiv zu etwas Besserem entfaltet. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, war Petrus nicht mehr der Petrus, dem Jesus begegnet war. Das war ein anderer Mensch. Und auch die Tatsache, dass Jesus sagt, okay, ich verabschiede mich, ich gehe und ich lasse euch zurück, war bestimmt ein Schock für die Jünger, weil tut so gut, wenn du so einen Menschen erlebst wie Jesus, diese positiven Menschen, die dich unterstützen, die dich ziehen, die dich schieben, damit du dich entwickelst. Und irgendwann aber die sagen, okay, und jetzt bin ich weg. Aber das ist eigentlich auch ein Zeichen des Vertrauens. Durch diese Himmelfahrt und durch diesen Abschied sagt Jesus, jetzt seid ihr so weit, dass ihr mich gar nicht mehr braucht. Manchmal sage ich auch meinen Kindern, wisst ihr, meine Aufgabe als Elternteil sehe ich so, dass ich mich überflüssig mache. Eines Tages braucht ihr mich nicht mehr und ich sage ihnen, und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass du sagst, okay, Papa, wir brauchen dich gar nicht mehr, dann machen wir eine große Party. Weil dann ist meine Rolle und mein Ziel erreicht. Das wünsche ich mir, dass sie auf ihren eigenen Beinen stehen, dass sie verantwortungsvolle, selbstbewusste, freudestrahlende Erwachsene sind, die sagen, wir brauchen keine Stützen links und rechts, sondern wir können jetzt auf unseren eigenen Beinen. Und das ist auch, was Gott will. Also Gott ist nicht jemand, der dich in der Abhängigkeit halten will, sondern Gott will immer Menschen in die Freiheit führen.
Der will, dass die Menschen frei sind. Und aus der Freiheit heraus können wir uns für jemanden entscheiden. So wie in der Partnerschaft. Ich habe einmal in einem Buch eine schöne Abfolge gesehen, wie unser Leben sich abspielt. Aus der Dependenz, ja, also wenn wir kleine Kinder sind, sind wir abhängig, dependent von unseren Eltern, in die hoffentlich Independenz, also in die Unabhängigkeit, wo wir dann eben die Eltern nicht mehr brauchen, weil wir auf unseren eigenen Beinen stehen. Aber es gibt auch einen anderen Level, den man anstreben kann, und das ist die Interdependenz. Also die gegenseitige Abhängigkeit, aber das ist eine gewählte Abhängigkeit. Ich verzichte auf ein Stück meiner Freiheit bewusst und freiwillig. Zum Beispiel, wenn ich heirate. Ja? Man kann nicht heiraten und so leben, als wäre man nicht verheiratet. Manche probieren es, funktioniert aber nicht. Ja? Also ich entscheide mich bewusst für jemanden, also ich gehe in die Interdependenz aus der Independenz, aus der Unabhängigkeit. Und Gott führt uns immer aus der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit. Und von da aus können wir uns wieder bewusst entscheiden, mit Gott zu leben oder mit anderen Menschen zum Beispiel. Wie gesagt, in der Partnerschaft oder auch wenn wir Kinder bekommen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch erleben, dass wenn Gott Ihre Welt berührt, nicht schlimme Sachen passieren, so wie man das oft weitergibt. Und Horrorgeschichten erzählt, sondern immer wenn Gott meine Welt berührt, wird mein Blick von der Erde in den Himmel gebracht. Meine Perspektive wird unglaublich erweitert. Und ich weiß, dass der Himmel mein Haus ist, der Horizont. Und sogar hinter dem Horizont weiß ich, gibt es Welten, die ich erforschen soll. Das ist Gottes Wunsch. Ich würde gerne, gerade jetzt, wenn wir Himmelfahrt feiern, auch gemeinsam mit Ihnen beten, dass Gott uns begleitet, so wie Petrus, dass er unsere Welt berührt und uns aus der Abhängigkeit oder aus dem kleinen Kreis in die Weite führt. Ich bete. Unser Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du in unsere Welt gekommen bist. Herr Jesus, du bist Mensch geworden und hast unsere Welt berührt. Und das hast du getan, weil du wolltest, dass die Welt in deinem Sinne verändert wird. Dass die Welt, die so tief gesunken war, die so weit weg entfernt von dir war, die so voller Leid, voller Verzweiflung und mit so wenig Perspektive lebte, dass diese Welt, die du so liebtest, wieder eine himmelsweite Perspektive bekommt. Herr, ich danke dir, dass du das Leben so vieler Menschen zu der damaligen Zeit berührt hast, dass du ihnen geholfen hast, an sich selbst zu glauben, zu wachsen, sich zu entfalten und zu sehen, dass sie so viel mehr erreichen können als das kleine und begrenzte Leben, was sie führten. Ich danke dir, dass du ihnen auch den Blick für den Himmel eröffnet hast. Und danke, Herr, dass du ihnen auch gezeigt hast, dass da, wo du hingehst, dass sie auch hingehören. Und ich danke dir auch, dass du auch heute das machen möchtest, dass jeder Mensch, der mit dir in Kontakt treten möchte, dieselben Wunder erleben kann, so wie Petrus. Und so bitte ich dich, dass du uns offene Herzen schenkst, dass du uns hilfst, unsere Vorurteile abzulegen und dir zu begegnen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, teilzuhaben an dieser Himmelfahrt, dass wir nicht nur irdische Wesen bleiben, gefangen auf dieser kleinen Erde, sondern dass wir wissen, dass mit deiner Hilfe und dank deiner Liebe der Himmel unser Haus ist. Ich habe alles im Namen Jesu gebetet und wir danken dir für alles. Amen.